Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Instatalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ebru zeigte sich erstmals ohne Verband. Viele sind geschockt über das neue Aussehen von ihr nach der Nasen-OP. So schrieben einige Ebru. Ebru, wieso sind deine Lippen so runtergegangen und der Abstand so groß zwischen Nase und Mund? Hab bald auch meine Nasen-OP und jetzt richtig Angst, dass es bei mir auch so wird. Weißt du denn schon, ob das wieder normal wird oder ob es so bleibt? Ebru antwortet, hey Liebes, das ist bei jeder Person nach der Nasen-OP so. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich kann meine Oberlippe nicht richtig bewegen, da der Bereich noch etwas taub ist und an der Nase zieht. Alles ist noch angeschwollen und vom Gefühl her noch ganz anders. Das legt sich mit der Zeit. Auch, dass der Abstand zwischen Lippe und Nase legt sich noch. Sobald die Nase etwas gesunken ist und die Lippe nicht mehr so taub. Außerdem schreibt Ebru, jetzt nochmal für alle, da ich wirklich hunderte von Nachrichten bekomme. Ihr könnt euch sicher sein, das was ihr seht, sehe ich auch an mir. Ich hatte die OP vor gerade mal 2 Wochen. Viele vergessen das, glaube ich. So ein Eingriff ist nicht ohne. Es braucht seine Zeit. In einem Jahr können wir gerne nochmal darüber reden, was wirklich nicht passt und was gut aussieht. Aber noch können wir wirklich nicht über das Ganze urteilen. Ist noch viel zu früh, Leute. Falls ihr Erfahrungen mit einer Nasen-OP gemacht habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Thank you.